Hallo und herzlich willkommen. Wir fahren heute mit der Linie 24a mit diesem coolen MAN. Da muss ich ein bisschen was einstellen. Ja, das braucht ja ein bisschen, bis es ladet. Ja, so. Ein bisschen was einstellen. Ökonomisch, das durchaus schalten. Umgebungsverkehr niedriger stellen. Ohne Fahrplan. So. So. Anzahl Menschen. Können so. Ich hupe die ganze Zeit. Ja, da gibt es genauso eigentlich wie immer. Zu dem Bus kann ich viel zu sagen. Mit dem bin ich auch früher immer mitgefahren. Auch mit den lebenden Busfahrern. Bei denen muss man sich bedanken, dass die Welt noch läuft. Und so sagen. Danke Leute, seid die Besten. Danke Öffi-Lenker, seid die Besten. Ich würde euch mit euch irgendwann sagen, ja, bald wird es wieder eine Veranstaltung geben. Da würde ich euch wirklich so bedanken, dass ihr unser Leben rettet. Ja, oder wie man sagen würde.
Ja, ich weiß. Änderungen kommen und dann geht's eh nicht mehr weiter. Vielleicht bald geht's weiter wieder im Mai oder so, oder im April oder so mit der April. Wird es vielleicht wieder funktionieren, mit den Öffis zu fahren. Und danach habt ihr mehr Glück von mir zu sehen. Oder soll ich Livestreams machen? Oder soll ich Filme mit Freunden unternehmen? Könnt ihr auch sagen. Die hintere Türe ist für die Kinder wegen. Ja, ich habe sogar die Chronik der Wiener U-Bahn, wow, habe ich auch noch. Wenn wir noch mehr Bücher kaufen und so. Da werden sie alle dann sagen, wow, der ist so cool, den müssen wir abonnieren, den müssen wir abonnieren. Sehr ehrlich, seid ehrlich zu mir, ich werde auch zu euch ehrlich sein, wie ich einfach sein kann und so. Einfach irgendwie, einfach freundschaftlich aufbauen, Freunde sein und so, auch schön. Das kriegt es die Polizei nicht mit. Ich bin nicht über Rot gefahren. Sieht man ja ehrlich. Ja, ich stehe noch hin. Der Kollege da drüben. Der Kollege da drüben. Machen wir es Grafik höher, ein bisschen. Dass ihr mehr sehen könnt. Von der coolen Grafik. Wie blöd ich bin. Also ja, Maskenpflicht. Oh, das. Ich will nicht mal FPS aufnehmen. Das mit der Eilmeldung lese ich gleich nachher. Für im nächsten Video, das wäre super. Könnt ihr mir ein Like da lassen, das wäre auch super. Und dann läuft das Leben weiter von mir. Wir haben bereits schon fast 130 Abonnenten. So schnell bin ich ja nicht hochgekommen. Danke Leute, seid die Besten. Danke an den Support von den Leuten. Wir werden auch bald zukünftige Spiele spielen, wie Lotus Simulator, wenn ich es mir auf die Seiten gebe, das Geld. Könnte ich es mir kaufen gehen oder einfach Spenden annehmen von Freunden und Geld dann sagen die oder den Alex Thurn fragen. Nein, den soll ich nicht sagen, den Namen, aber mein bester Freund, der Alex, er ist leiwand. Und der Justin ist auch leiwand. Und der Nico Stein ist auch leiwand. Die Celebus Week ist auch super. Die was mich alle abonniert haben, ist jetzt alle herzlich willkommen in meinen YouTube-Kanal.
Ich hab Vorrang. Die Autos lassen mich nicht mal vor. Sehr wenig gepackte Autos, so fühle ich mich am besten. Was soll denn das? Ich hab nichts gemacht. Tag. Die regen sich gleich auf. Ja, was soll denn das? Du, was sollst du da? Was machst du da? Gar nichts. Wenn ich die 500 Abonnenten erreicht habe, werdet ihr ein super Abonnenten-Special sehen. Bald, wenn ich nicht mehr im Außenbezirk wohne, dann irgendwo in der Nähe von Bahnhof Leutzdorf. War auch super, aber ich sage euch nicht meine Wohnadresse, aber können sich im Floridsdorf bald treffen. Super, gell? Meine Freunde ist jetzt alle da. Es wird eh warm durch das Licht. Aber jetzt rüber. Ich weiß, die Strecke ist sehr beliebt eigentlich normal. Von den Einkäufen, von den Naturgänger oder so, so wie ich natürlich, oder mit dem Bus hin und her fahre, ist auch schön. Da siehst du viele Bäume, viele Straßen, nur Gelenkbusse mit Mercedes. Die Haltestellen gibt es sogar noch, aber die Breitenlee-Schule wurde die Haltestelle auf der anderen Seite, wurde auch auf dieser Strecke Richtung Neuhässling eingebaut. Aber hier gibt es das nicht im Spiel. Aber in echt ist die Haltestelle da und auf der anderen Seite. Nur die eine Fahrtrichtung meine ich, ja. Bin nicht so blöd. Ich muss auch bald zum Zahnarzt gehen wieder. Freue ich mich ja wieder, meine Zähne polieren zu lassen. Freue mich urwirklich, Alter, ich möchte raus. Breitenlee Nebenfahrbahn. Die wird jetzt aber auch nicht mehr befahren. Wird leider auch von den Linien auch nicht eingehalten. Einsteigen bitte. Danke, Busfahrer auf der anderen Seite. Danke. Jetzt bei dieser wundervollen Haltestelle. Ich
Ja, bei dieser wundervollen Haltestelle kommen die nur die Sonnenblumen normal her eigentlich. Auf der Seite, auf der links und rechten Seite sind ja normal Sonnenblumen. Gehwege sind auch da schon. Die Haltestellen wurden modernisiert. Kann nur zu euch nur sagen, dass ihr mal auch nach Wien kommt. Sau schön. Da könnt ihr die wunderschöne Natur genießen. Wie ich das mache. Ja, wir waren mit fast 80 Kilometer, aber waren 76 Kilometer, weil wir langsamer sind als die anderen Busse. Die Euro 5er sind eigentlich ein bisschen langsamer, aber ich finde das okay, dass die Busse als Erinnerung dastehen. Sonst gab es keine Beförderungsmittel oder so von früher. Neuessling hat jetzt zwei Haltestellendinger zum Hinstellen. Ein Bus da und der andere Bus auf der anderen Seite. Sollten wir auch nachträglich machen. Ja. Endstation, ja, für euch alle. Ja, eine Person steht da draußen, Alter. Kann ja auch nichts dafür. Die steht da so draußen, ich wette, die fliegt eh bald aus. Boah, was Kann er soll nicht das? normal fahren? Weil die Leute aussteigen. Ich muss den so irgendwem fragen, der was sich auskennt mit der Matrix da. Ich brauche Hilfe irgendwie. Ich kenne mich nicht aus, aber der Bus fährt immerhin. Ja, vom Fahrerseite würde es so aussehen. Da. Das Thema. Dann mache ich so. Sieht nur an, dass die Türen auch funktionieren. Sitze ich immer in meiner Handykamera und da filme ich immer so mit. So war das früher so. Da saß ich immer so und der leibende Fahrer immer da vorne, immer so, wo dieser seine Max so sitzt. Ja. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like da und Ciao.